Sinke im Boden, als Mr. Piggy das Bild, das ich gemalt habe, dann auch noch eine Gebärmutter. Ein Salatkopf als Gebärmutter? Hilfe! Jemand zu Hause? Das Problem bei Großeinkäufen ist die Größe der Einkäufe. Und das Problem mit diesen Fischen ist, dass man sich an den Tod fressen kann. Willst du einen? Nein, danke. Du stehst komisch da. Und du putzt dir besser erstmal die Zähne. Okay. Nein, die bleiben hier. Mm. So, eins für dich und eins für mich. Du musst das nicht einräumen. Das mache ich gern. Das brauchst du aber nicht. Was versteckst du da? Was? Du versteckst irgendwas hinter deinem Rücken, seit wir hier sind. Du bist schwanger? Nein, nur etwas über die Zeit. Wie viel? Eine Woche. Manchmal liegt das am Stress. Ich habe immer Stress, aber es hat sich noch nie so ausgewirkt. Es könnte ja vielleicht... Nein, wohl kaum. Oder etwa doch. Judy! Was? Ich bin nicht in meinen Wechseljahren. Nein, das kommt woanders hin. Tut mir leid. Bist du also womöglich... Weiß Rick davon? Nein. Die war eigentlich für mich. Willst du sie? Na? Wir wollen gleich wieder los. Soll ich euch irgendwo hinfahren? Nein, mein Bruder fährt uns. Und wohin geht's? Raus. Na, zum Sportfest. Wirklich? Ihr geht auf das Sportfest? Um uns darüber lustig zu machen. Wir wissen nur nicht, wie wir zurückkommen. Holst du uns vielleicht ab? Mom? Ja, na klar. Okay, wir müssen los. Aha. Bis nachher. Macht's gut. War nett, dich kennenzulernen. Man sieht sich. Ich kann sie nicht leiden. Wen? Färbst du dir die Haare? Nein. Eli? Hallo, Jessie. Wenn ihr fertig seid, bringe ich euch zum Sportfest. Gut. Hey, hast du gehört, dass Lita Izumo wegen Krankheit ausfällt und deshalb ein neuer Cheerleader gesucht wird? Und? Das sind doch interessante Neuigkeiten. Versuch ja nicht, Cheerleader zu werden. Das ist Schwachsinn. Das will ich doch gar nicht. Ich denke, du wärst ein süßer Cheerleader. Besonders jetzt, wo du deine Zahnspange nicht mehr brauchst. Dad. Habe ich was Falsches gesagt? Keine Ahnung. Eigentlich wäre ich ja auch gern dabei gewesen, aber die Verabredung mit Lily... Ja, ist doch okay. Sportfeste sind doch eigentlich was ziemlich Albernes. Ja, irgendwie schon, aber dadurch werden mehr Leute zum Spiel kommen. Ja, wahrscheinlich. Und? Wie geht's aus? Was meinst du? New Trier. Das Spiel. Keine Ahnung, Dad. Es gibt wenig Mannschaften, die so gut sind wie New Trier. Ja, aber Landers und, wie ist der andere, Carter sind raus aus der Mannschaft. Und das waren die Besten. Ja, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass... Highland Park hat New Trier bezwungen und ihr seid viel besser als die. Ja, mag sein. Ich muss los. Wo ist Jesse? Ich darf nicht zu spät kommen. Aubergine in Knoblauchsoße, Jakobsmuschel mit Ingwer, Schweinefleisch mit Pilzen. Was würden wir ohne den China-Imbiss machen? Na, ihr? Hi. Hallo. Ich hoffe, ihr seid hungrig, denn ich habe hier genug Essen für eine ganze Armee. Ja, aber ich habe mir überlegt, dass Zoe und ich uns den Bauch bei Pete vollschlagen könnten, falls ihre Mutter uns das erlaubt. Los, verschwindet. Das ist super von dir. So bin ich eben. Mmh. Aubergine. Naja, eigentlich ist das hier die Aubergine. Tauschen wir? Oh, gern. Okay. Ich werde es einfach sagen. Gut, um was geht's? Naja. Ich habe... wahrscheinlich hat das überhaupt noch nichts zu bedeuten. Es könnte nämlich sein, dass ich... Ach, ich sollte damit aufhören, das so wichtig zu machen und dich nicht mit sowas behelligen. Mich mit was nicht behelligen? Lily. Sie ist überfällig. Wer? Sonst kam sie immer regelmäßig. Ach so.
Und jetzt ist sie überfällig. Wann wäre sie denn nicht wirklich besorgt dran gewesen? Vor einer Woche. Vor einer Woche. Hey, du hast dich verschluckt. Alles okay? Es geht wieder. Ja? Ja, 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 es reicht. Wirklich? Es geht mir gut. Danke. Schön. Also, eine Woche. Eine Woche, na, das ist ja wirklich nun kein Grund, um sich verrückt zu machen, oder? Ich bin zwar keine Frau, aber ich bin schon mit Frauen zusammen befreundet gewesen, die ganz unregelmäßig... Bei mir war sie aber nie überfällig. Aber wir benutzen doch... Sag jetzt nicht Verhütungsmittel. Schutzmaßnahmen? Nichts ist 100% sicher. Das sag ich auch immer zu Eli. Also, das kommt jetzt doch... Doch sehr überraschend, oder? Du siehst so verschreckt aus. Nein, 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 ich sehe nur überrascht aus. Ich habe auch nicht erwartet, dass du vor Freude in die Luft springst. Solange wir nicht mal genau wissen, was los ist, gibt es auch nichts, auf das ich reagieren kann. Ach was, du reagierst schon allein auf die Möglichkeit. Sollten wir nicht erst mal ganz ruhig bleiben, solange bis wir Gewissheit haben? Wenn du das schaffst. Es gibt doch da irgendwelche Tests, die man auch zu Hause machen kann. Zufälligerweise habe ich einen in meiner Schublade hier und der kann mir sagen, ob mein Leben aus den Fugen gerät. Und mein Körper genauso. Hast du ihn schon gemacht? Nein, bis jetzt noch nicht. Natürlich nicht. Aber wann wolltest du ihn denn... Keine Ahnung, auf jeden Fall morgens. Ach ja, na klar, morgens, natürlich. Wenn du willst, auch jetzt gleich. Wieso nicht? Es spricht eigentlich gar nichts dagegen, oder? Okay. Lilly, das betrifft uns beide. Also, lass es uns einfach machen, gemeinsam. Gleich jetzt. Okay. Soll ich dir vielleicht dabei... Nein. Danke. Das kriege ich alleine hin. Natürlich.